Was ein schöner Fade-out. Hey, guten Morgen, liebes ICF Hamburg. Moin, moin, moin. Geht's euch gut? Lass mal was hören. Yeah. So gut. Ey, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Wir sind nicht Sommer hier, weil wir gleich ein neues Album droppen oder so. Wir wollen noch nicht gleich rappen, aber... Nee, das machen wir nicht. Das tun wir euch echt nicht an. Wir fühlen uns in Sommerstimmung. Ja, wir sind richtig in Sommerstimmung, ja. Und ja, herzlich willkommen. Hey, es ist wunderbar. Ich habe extra eine Sonnenbrille an, weil die Sonne hier so doll in diesen Raum strahlt. Deswegen, und wegen meiner Sehschwäche und weil diese Sonnenbrille natürlich überhaupt gar keine Verstärkung hat. Ich sehe euch nicht. Aber ich glaube, dass hier vorne noch ein paar Plätze frei sind. Deswegen kommt doch einfach gerne nach vorne. Ja, dann seid ihr noch näher am Geschehen dran. Und das wäre wunderbar. Gerade jetzt so zur Sommerzeit. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber manchmal macht das Sinn. Also herzlich willkommen, ihr alle, die hier seid, auch. Hallo, schön, wie sagt man im Schweizerdeutschen? Ich vergesse es immer. Schön, dass du da bist, hinterm Fernseher. Auch herzlich willkommen, dass du da bist. Einfach moin. Moin. Also. Wir sind in Hamburg, ne? Wir machen das platt, wir machen das einfach, wir machen das richtig, wir machen das moin. Wir sind in Hamburg, wir machen das so. Wer sind wir überhaupt? Wer bist du? Ich? Ein Kind Gottes. Come on, so gut. Ich bin Nika. Hallo Nika, ich bin Even. Ja, es freut uns sehr und ja, die Sonnenstrahlen kommen auch über unser schönes Hamburg, ne? Auch wenn Hamburg ja das schönste Grau der Welt hat, wenn es mal grau ist. Aber momentan scheint ja die Sonne, ne? Hast du schon die Sonne genossen, Nika? Ja, so mehr oder weniger. Ja. Doch. Also... Ich habe das Gefühl, sie kommt erst noch, aber ich warte immer auf sie und dann... Climate change is real, ne? Es wird nur wärmer. Es wird nur wärmer. Ah, ich habe mir gestern schön auch die Sonne auf meinen Gingerhaut ein bisschen brutzeln lassen. Aber ich habe keinen Sonnenbrand, ich bin richtig stolz auf mich. Aber das verdanke ich nur Lichtschutzfaktor 300. 70. Wow. 70 Ultra Plus. Ja, und Sonnenbrand habe ich nicht so oft. Nee, ist bei dir... Dauert 2 Minuten länger, ne? Ja. Hey, Sommer ist was super Cooles, finde ich persönlich. Finde ich auch. Aber deswegen wollen wir auch mal euer Sommerwissen testen. Und wir wissen, wir sind damit jetzt sehr, sehr innovativ. Aber wir machen es trotzdem. Wir wollen mit euch einen Kahoot machen. Woohoo! Come on! Aber wir wissen natürlich auch, jetzt denkt ihr so, Mensch, Nika, Even, Kahoot, das haben wir doch schon mal gemacht. Das ist ja jetzt nun nichts Neues. Wir wollen euch so einen kleinen, wie sagt man... Vorgeschmack auf den Sommer, oder? Ja, das auch, das meine ich gerade gar nicht. Aber wir wollen euch so einen Anreiz geben, dass ihr auch gewinnt. Wir wollen hier mal eure Gewinnerlust richtig, ne, so ein bisschen. Und deswegen haben wir hier, wir haben keine Kosten und Mühen gespart, wirklich. Leute, also wenn ihr heute was aus dieser Celebration mitnehmen könnt, dann, dass das ICF Hamburg keine Kosten und Mühen spart, um euer Leben zu bereichern. Wirklich. Was gibt's denn? Was gibt's denn zu gewinnen? Es gibt dieses wunderbare... Top Ass Edelflitzer Quartett. Ich meine, wenn ihr irgendwo an die Ostsee fahrt, ne, oder an die Nordsee oder einfach auf der Düne da chillt, ne, ich verstehe das ja. Aber manchmal nur die Sonne, das ist ja auch ein bisschen langweilig. Das stimmt. So, und dann also habt ihr hier so eine Dodge Viper und auf einmal könnt ihr euch, ne, wer hat die bessere Drehzahl? Hast du mehr PS oder ich? Ich find's cool, ich hab's als Kind immer mit meinem Bruder gespielt, diese ganzen Autoquartettkarten, hatte keine Ahnung. Und war aber trotzdem so, ja, ich hab mehr Hubraum als du. Keine Ahnung, was Hubraum heißt. Ich hab auch mehr Hubraum als du. Ich hab mehr. Deswegen, um das jetzt zu gewinnen, wollen wir gemeinsam Kahoot spielen. Und das, liebe Menschen, hinter eurem mobilen Endgerät ist jetzt der Punkt. Guckt doch mal, ob ihr wirklich live seid. Geht doch sonst mal mit dem Scroller ein bisschen nach rechts. Jetzt ist nämlich wichtig, dass ihr live seid, damit ihr das alles hier so... schön machen könnt. Jetzt das leuchtet dann mit so einem roten Punkt und dann steht da so live. Und live. Dann wisst ihr das so. Kahoot ist ein wunderbares Spiel für alle, die es nicht kennen. Es ist ein Quiz. Ihr seht jetzt hier gleich auf unserem Bildschirm ein Bildschirm. Genau das. Ihr holt euer mobiles Telefon, Endgerät, Tablet, whatsoever raus und geht auf die Website kahoot.it. Warum auch immer diese Seite auf italienischen Servern liegt. Ich weiß es nicht. Ist Kahoot ein italienisches Wort? Ha? Ist das italienisch? Bella, Kahoot. Was heißt das? Ja, Nosti. Und wenn ihr dann auf kahoot.it seid, dann werdet ihr gebeten, einen PIN zu geben. Der PIN ist die 77 51 255. Und nochmal? An der Kasse 77 51 255 muss gewischt werden. Vielen Dank.
Und dann sehen wir hier schon, wie viele Leute hier schon Anna kommen. Banana. So, ja. Ah, alles klar. Ja, die Leute, die kommen schon ran, die haben gemerkt, die können hier ein Edelflitzer-Quartett gewinnen. Ne? Nochmal als Disclaimer, ihr gewinnt nur das Quartett, nicht die Autos in diesem Spiel. Das wäre ein bisschen zu viel. Auch wenn ich das... Ich dachte, wir sind großzügig. Jetzt. Ja, wir testen gleich mal, wie gut ihr euch mit dem Sommer auskennt. Oder mit Sachen, die mit dem Sommer zu tun haben. Ne? Also das ist ja auch, das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Geben wir denn nochmal, wer ist denn so dabei? Ich meine, Lisanna, Ole, Günther, Grüße gehen raus, Sandy, die Churchies, hi Churchies. Seid ihr nicht alle Churchies? Macht ihr gerade so ein Kollektiv? Kirsche ist auch am Start. Kirsche schreibt man mit ohne S. Ups. Wow. Aber Kirsche ist da, wo du bist. Come on. Komm, wir zählen runter und dann machen wir Start, okay? Right. 5, 4, warum zählst du nicht mit? Wollen wir es auf Italienisch machen? Okay. Come on, 3, 2, 1, let's go. Come on, Start. Summer Celebration. Was ist das für ein geiles Design? Mal ganz ehrlich, ja, komm. Danke. In Hamburg regnet es mehr als in München. Ja, ist das wahr oder falsch? Also ein echter Hamburger weiß das. Ihr müsst jetzt abstimmen. Ist es wahr oder ist es falsch? Hamburg, was denkst du? Regnet es in Hamburg mehr als in München? Absolut. Denkst du? Safe. Safe? Safe. Ist absolut falsch. Yes. Jawohl, komm, Hamburg, ne? Sommer, Sonne, Sonnenschein, ziehe ich mir furchtbar gerne rein. Fun Fact, es ist auf die Tage gerechnet sogar fast gleich viel, aber von der Menge her, von der Menge her regnet es mehr in München. Das liegt jetzt an der Frage, dann hätte ich es auch gewusst. Für alle, hallo ICF München. Bei uns regnet es nicht so viel. So, nächste Frage. Wir machen hier kein Bashing übrigens zwischen den Kirchen. Bei uns regnet es nur weniger. Gerne einmal Next. Liebes Technikteam, ihr müsstet da einmal auf Next drücken, genau. Perfekt. Und Lars hat richtig. Ach, übrigens, es ist auch wichtig, wie schnell ihr antwortet. Ne? Ah, ja. Also, hier ganz fix. Ne? Also, wenn ihr schon wusstet, dass es in Hamburg weniger. So, dann einfach immer schnell. Manchmal, wenn man keine Ahnung hat, einfach irgendwas drücken. Oh, next one. Von wem stand der Super Smash Sound Sommerhit? Summertime. Und ja, ich habe bei der Recherche auch herausgefunden, es gibt den Song Summertime von Ella Fitzgerald. Den meinen wir nicht. Ist dieser Song von DJ Jazzy Jeff und dem Fresh Prince, von Apache 207, dem alten Mähdrescher, von Nika? Schleichwerbung. Oder von Helge Schneider. Helge Schneider und du, Nika. Ja, aber die meisten. Ey, drei Leute haben es mir zugetraut. Applaus für Nika. Komm, next one. Lars ist unschlagbar. Hast du die Antworten angeschaut? Ja, der kennt sie wahrscheinlich alle. Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Malle. Ah, das ist schwer, ne? Bella Italia, da waren wir gerade eben schon. Wo ist Malle? Die Balearen, ne? Da auch der Mann, schlechtester Wortwitz bisher. Die Nord- und die Ostseeküste oder die Kanarischen Inseln. Was war dein Favorite davon, Nika? Von denen? Ja. Ich glaube Bella Italia. Bella Italia, sì, da. Oh. Ja, viele Leute trauen dem Ballermann noch mehr zu, aber es ist wirklich die Nord- und Ostseeküste. Ich glaube auch dieses Jahr. Also ich war gestern an der Ostsee. Ich war sowohl an der Nord- und auch an der Ostsee. Ja, siehst du, guck mal, wir sind das volles perfekte Paket. Paradebeispiel für uns. Deswegen habe ich mir auch so diese deutschen Sachen angewohnt. Ja, ich so möchte nochmal auf unser Outfit hier. Ne? Kriegt man mit Urlaub in Deutschland. Birkenstock sind am Start, ne? Oh, Lars. 3 in Folge. Come on. Next, weiter next geht's. Next one. Ihr müsst den Lars mal hier auf. Was ist das beliebteste Vehikel, um zur Nord- und Ostseeküste oder sonst wo zu kommen? Flugzeug, Auto, Boot oder Bus? Fahrrad. Oder Fahrrad. Ja, ne, machen wir mal eben. Kurz in die Algarve mit dem Fahrrad. Dreigang, Herkules-Torpedo, regelt alles. Das ist großartig. Was würdest du nehmen? Ich würde... Privatjet? Echt? Ja. Auto. Ich habe echt gedacht, das geht anders aus. Ich habe echt gedacht, hier sind noch so ein paar Busfahrer. Ich glaube, wer einmal mit dem Auto unterwegs war und sich die Autobahn angeguckt hat im Sommer, der weiß, dass die Deutschen mit dem Auto in Urlaub fahren. Ja, gut, also. Das stimmt. Was ist hier bei euch? Ich, wie gesagt, sehe Schwäche. Wer von euch fährt denn hier mit dem Auto in Urlaub? Ja, okay, das ist nicht sehr repräsentativ. Wer fliegt? Da waren aber gerade nicht so viele Stimmen. Ne? Komm, next one.
Wie viele Großflughäfen hat Deutschland? Also Berlin, ah nee, war da was? 10, 11, 12 oder 13? Fun Fact, dieser eine bekannte Flughafen ist da nicht einberechnet. Aus Gründen. Wird eigentlich dieses Jahr noch fertiggestellt? Bestimmt in 10 Jahren. Jetzt mit Corona hatten sie ja Zeit, das auszubauen. Wikipedia ist hier übrigens gerade nicht, ne? Also wer sich jetzt hier in Wikipedia einloggt. Es sind 11. Der 12. ist der bekannte BER. Der wird sogar schon als Großflughafen dazugezählt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß ehrlich nicht, warum. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Für die Leute, für die Minderheit hier, die dahin fliegt, ne? So, come on, next one. Lars, du auch das Autoquartett. Bist, du bist sehr stark dabei. Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7. Das ist für Menschen wie mich sehr interessant. Ist das auch wenn 9,7 nicht so viel ist. Hast du es schon mal probiert? Nutella auf meine Haut schmieren? Ja. Nee. Du? Ja, immer. Nein. Aber ist es denn überhaupt wahr? Das ist ja die Frage. Hat Nutella einen Lichtschutzfaktor von 9,7? Ich kann es mir vorstellen, weil wenn man dick aufschmiert... So. Was denkt ihr? Mal so ein... Ja? Das ist sogar wahr. Ja. Leute, wenn ihr Geld spart, obwohl eigentlich ist Nutella voll teuer. Für alle, die jetzt Nein gedrückt haben, ne? Unbedingt mal ausprobieren. Komm, next one. Next. Let's go. Wie viele Fragen haben wir noch? Das ist die letzte Frage. Wie hoch ist eigentlich der Salzgehalt im Meerwasser? Ich weiß, unterschiedlich. Durchschnittswert. Sind es 3%, 13%, 33% oder 93%? Ich bin überfragt. Keine Ahnung. Ja, aber wenn man so ins Wasser springt und mal schön so einen guten Schluck Meerwasser also, so runterschluckt, also ich finde, das ist schon salzig. 93 ist es nicht. Sonst würden wir, glaube ich, nicht so sanft aufklatschen. Wie viel hat das Tote Meer? Das wäre jetzt mal interessant. Mehr. Es sind aber wirklich nur 3%. Krass. Ich glaube, so manches Nudelwasser hat mehr Salzgehalt. Also macht euch Nudelwasser. Macht euch Nudelwasser und geht da drin schwimmen. Wer braucht das mehr? So, und das Podium auf Platz 3, meine Damen und Herren. Wer hat gewonnen? Ole. Wer ist Ole? Applaus für Ole. Ole, du hast ein Autokonzept gewonnen. Auf Platz 2 ist Josh. Und auf Platz 1 ist... Dritter. Lars, come on, Applaus. Frage, ist Lars hier im Publikum? Mit meiner Sehschwäche? Ach. Ah, hier. Hey. Du kriegst dann nachher das Quartett. Viel Spaß. Ich will ein Game gegen dich, ne? Also, wir können ja um das Quartett spielen. Yes, ja. So gut. Leute, der Sommer hat gestartet. Damit auch unsere Summer Celebrations. Jetzt hier im ICF. Nicht nur jetzt, auch überhaupt die nächsten paar Wochen. Wir haben ein heftiges Line-Up an Preachern, die hier vorne stehen werden, die ihr sehen werdet. Und ja, ihr werdet eine unglaublich gute Zeit haben, auch heute mit dieser Celebration. Es geht nicht nur um Sonne tanken, um die Gegenwart der Sonne zu spüren, sondern auch um Gottes Gegenwart. Die muss man auch tanken. Die muss man auch auftanken manchmal. Und die ist sogar günstig, also kostenlos. Ja, aber Sonne ist auch kostenlos. Ach so. Ja. Aber nur... außer du gehst nicht ins Solarium. Nicht immer, außer du musst ins Urlaub. Aber gut, ins Urlaub, in den Urlaub. In das Urlaub. Hast du noch was geplant diesen Sommer? Mal gucken. Spontan. Ja, das sind ja die meisten. Habe ich gestern auch gesehen, immer noch so Leute, die so sagen, habe ich gestern im Hamburg-Journal gesehen, ne? Also wer das hier macht, ne? So, die meisten fahren auch, ist relativ... Ne? Sind viele spontan geworden? Viel spontan und viel in der Nähe. Alright. Ja. Ich gehe dann mal, ne? Ach so, gehst du schon? Ich habe jetzt spontan entschieden, dass ich... Hier sind auch noch Leute. Die gucken uns ja gerade zu. Das hat mir so angetan. München hat wohl... Leute, ich glaube, wir gehen zurück in unsere Liegestühle. Ja. Draußen sind es auch, soll ja heute wieder 26 Grad werden. Ne? Einfach mal ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen genießen. Und das wünschen wir euch auch. Eine ordentliche Handvoll Sonne. Ordentlich eine Handvoll Gottes Gegenwart. Genießt die Zeit, genießt heute die Celebration. Auf jeden Fall. So ist das, ne, Nika? So ist das. Habt eine wunderbare Zeit. Das war's von uns. Viel Spaß heute mit der Celebration. Immer schön eincremen. Sonntag. Und? Mit Nutella. Macht's gut, ihr Lieben. Ne? Ciao, ciao.
Hallo und herzlich willkommen, wunderschönen guten Morgen hier im ICF Hamburg. Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist vor den Monitoren. Und ich lade dich jetzt ganz herzlich ein, Gott reinzulassen und die Gedanken rauszulassen, also frei nach meinem T-Shirt in and out. Und genieß die Zeit, genieß Gottes Gegenwart, viel Spaß. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know, you are faithful, you are faithful. So I speak out your word, it has the power to change my world. And you're my breakthrough, and you're my breakthrough. And I will trust you, I will trust you. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water, Jesus, take me deeper, saturating me. You are God, and you are there. You're always with me. You're always with me. And I will trust you. I will trust you. Geschichte aus der Bibel für heute Morgen auf dem Herzen gehabt. Und zwar geht es um die Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot über einen See fahren möchte. Und als sie mitten auf diesem See sind, bricht dann plötzlich ein Sturm aus. Derbe hohe Wellen und die schwappen schon ins Boot und die Jünger haben derbe Schiss, dass sie kentern könnten. Und dann geht es weiter. Und Jesus ist halt mitten im Boot, aber der schläft halt hinten im Boot. Und die Jünger kommen halt voller Panik zu ihm. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht heute Morgen, ob du vielleicht solche Stürme in deinem Leben hast, ob
einfach da, weiß ich nicht, Krankheiten, Sorgen, Probleme sind, die dich einfach beschäftigen. Und ich will dir einfach sagen, auch wenn es nicht sich so anfühlt, aber Jesus ist mit in diesem Boot, er ist mit auch in diesem Sturm drin. Nur weil der Sturm da ist, heißt das nicht, dass Jesus weg ist, sondern das Gegenteil. Er ist mit dir in diesem Boot und du kannst jederzeit zu ihm kommen und jederzeit ihn um Hilfe bitten. Und er ist auch jederzeit in der Lage, diesem Sturm zum Schweigen zu bringen. Und ja, lass uns einfach weiter in diese Worship-Zeit gehen und uns einfach bewusst machen, Jesus ist hier, ob du ihn fühlst, ob du ihn spürst oder nicht. Er ist mit dir und er wird ja auch mit dir jeden Sturm überstehen. Und lass uns einfach weitergehen und ja wirklich zu Jesus kommen mit all den Sorgen und Problemen, die wir vielleicht haben, aber einfach in der Gewissheit, er ist da und er kann diesen Sturm zum Schweigen bringen. Ich weiß, du bist genau hier, dort, wo ich den Halt verliere. Mitten in den Wellen, nichts kann mich hier trennen von dir. Ich weiß, du bist genau hier, dort, wo ich den Halt verliere. Mitten in den Wellen, nichts kann mich hier trennen von dir. Ich weiß, du bist genau hier, dort, wo ich den Halt verliere. Mitten in den Wellen, nichts kann mich hier trennen von dir. Ich weiß, du bist genau hier, dort, wo ich den Halt verliere. Sunsets free,
Ja, Jesus, und wir danken dir, dass wir dieses Kind von dir sein dürfen. Wir danken dir, dass wir nichts dafür tun können und dass du uns liebst. Wir danken dir, dass wir in deiner Liebe spielen dürfen, in deiner Liebe glücklich sein dürfen und uns davon nichts trennen kann. Und dass unsere Hand, dass wir sie ausstrecken dürfen und du sie greifst, egal wo wir gerade sind. Dass du den Weg vormarschierst und wir miteinander hinterherlaufen dürfen oder du uns schuld hast, wenn wir nicht mehr können. Und Jesus, ich danke dir, dass einfach deine Gegenwart größer ist als all das, was vielleicht um uns herum gerade auch uns schwer macht. Und wir danken dir, dass du uns den Rucksack abnimmst, uns trägst. Und dass es mit dir so, 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 so viel schöner ist, durchs Leben zu laufen. Amen. Hey, nochmal von meiner Seite, genau, ihr dürft euch gerne setzen. So schön, dass du da bist. Wer mich kennt und schon mal diesen Part hat, von mir gesehen hat, weiß, dass ich es liebe zu sagen, dass du heute Morgen die genau richtige Entscheidung getroffen hast. Und zwar mit der Entscheidung, hierher zu kommen oder den Livestream einzuschalten. Warum sage ich das jedes Mal? Weil es jede Woche die beste Entscheidung für den Sonntagmorgen ist. Es ist die beste Entscheidung, in Gottes Gegenwart zu kommen, von ihm zu hören, aufzutanken, die letzte Woche abzugeben, die neue vorzubereiten. Und deswegen heiße ich dich, egal ob du das erste Mal hier bist, egal mit welcher Intention du da bist, egal ob du weißt, wo du hier gerade sitzt oder nicht, herzlich willkommen und gratuliere dir wirklich vom Herzen, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ganz viele Leute, die wir jetzt in dieser ganzen Zeit, wo wir auch nur via Livestream unterwegs waren, neu begeistern konnten. Und ich weiß nicht, ob du dazugehörst, du, der jetzt gerade zuguckst oder du, der gerade hier sitzt oder die hier gerade sitzt. Ich möchte dir mega Mut machen, dass du dranbleibst. Und dranbleiben kannst du und über verschiedenste Kanäle, ich hoffe, wir können das mal eben zeigen, unser Stay Connected Poster. Ihr seht hier viele verschiedene Kanäle, auf denen ihr unterwegs sein könnt. Instagram, YouTube, da sind wir gerade. Telegram, Facebook und auf der Homepage. Und ich habe das so ein bisschen verglichen wie früher, als man beim Fernsehen einfach ein bisschen durchgesappt hat. Nachrichten konnte man auf sehr unterschiedliche Weise konsumieren. Man konnte die trockene Tagesschau gucken, die ich sehr liebe. Man konnte etwas mehr Bildmaterial bekommen, wenn man andere Sender eingeschaltet hat. Man konnte auch nur Text bekommen, wenn man das Radio eingeschaltet hat. Und so ist es so ein bisschen mit unseren Kanälen. Ihr könnt euch einfach aussuchen, weil grundsätzlich kommt jede Information auf all diesen Kanälen an. Und ich lade euch aber trotzdem ganz, ganz herzlich dazu ein, gerade wenn du neu hier bist und wissen möchtest, was dieser Herzschlag dieser Kirche ist, bei Telegram dich anzumelden. Das ist quasi ein anderes WhatsApp. Und da kannst du einfach ICF Hamburg googeln, oben in der Suchfunktion. Und ihr findet einen Chat von uns, wo immer die aktuellen News reinkommen, dann habt ihr sogar via Push-Up auf eurem Handy und habt keine Chance, irgendwas zu verpassen. Damit ihr nichts verpasst, date ich euch auch noch ganz kurz ein wenig ab. Und zwar hat Even schon richtig gesagt, wir gehen mitten in die Summer Celebration, unser Festival. Das eine oder andere ist ja ausgefallen, deswegen machen wir einfach Summer Festivals. Und dazu kommt tatsächlich, dass wir Fit for God erst um 18 Uhr starten. Warum? Damit wir noch die Sonne genießen können. Nicht wahr, Steffi? Ab in die Sonne. Und deswegen 18 Uhr, wenn die Bäuche voll sind, könnt ihr dann das schön abstrampeln mit Annika via Zoom einfach auf der Website einloggen. Sie ist dabei jeden ersten und jeden dritten Sonntag. Machen wir uns auch körperlich fit für den Alltag. Genau. Was tatsächlich in die kleine Sommerpause geht, ist Coming Home. Wir haben normalerweise Coming Home immer nach der Celebration 12.30 Uhr online. Das ist ein Kennenlernen, ICF, dich und Gott kennenlernen Programm, das bis zum Mitte August in eine kleine Pause geht und dann mit einem riesen Trommelwirbel und einer ganz großen Überraschung für alle Leute, die Bock drauf haben, wieder startet. Mehr dazu kommt dann ganz, ganz bald. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, Summer Celebration Start heißt auch das Ende von Church Without Walls. Wir haben uns die letzten Wochen intensiv damit auseinandergesetzt, was es heißt, Kirche zu sein, unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Und heute leben wir das mal ganz praktisch, Kirche ohne Wände zu sein, weil die Predigt kommt heute nicht aus Hamburg, sondern aus Zürich.
Wie geht das? Genau, ihr werdet unseren Pastor Andi einfach auf der Leinwand sehen. Das Gute daran ist, alle, die jetzt denken, oh, jetzt kann ich Gott nicht begegnen, ich habe einen kleinen Teaser für euch, denn der Heilige Geist ist der gleiche, egal ob in Hamburg oder in Zürich. Und das Gute ist, dass er euer Herz aufmacht, deswegen könnt ihr euch gleich schön entspannt zurücklehnen und genauso die Message aufnehmen und wahrnehmen, egal ob die von hier kommt, egal wo ihr seid, in dem Stream, vor dem Monitor oder hier live. Der Heilige Geist hat die Chance, euer Herz heute zu berühren. Dazu lädt er euch ganz herzlich ein. Und jetzt rede ich auch gar nicht mehr so viel. Genau, ihr wollt alle Andi hören. Einfach nur noch einen Satz. Wir sind für alle die, die vielleicht ICF noch nicht so mega kennen, ist vielleicht auch das ICF, ist ein globales Movement gegründet in der Schweiz. Und das heißt, Andi predigt heute in der Mutterkirche in Zürich. Und da dürfen wir sozusagen einen Geschmack bekommen, was Kirche ohne Wände auch heißen kann und darf. Denn wir sind über 66 Kirchen verteilt auf der ganzen Welt und Hamburg ist eben eine davon. Und deswegen freuen wir uns, heute ganz aktiv Teil dieses Movements zu sein und sind mega gespannt, was es heißt, in Gottes Gegenwart zu leben. Denn darüber wird Andi heute predigen. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, dass die Festivals ausgefallen sind. Wer von euch hat ein Festival-Ticket? Außer Even, der hatte bestimmt 12. Da hinten ist noch eins, sehr gut. Also alles, ich habe mir sagen lassen, Festivalversorgung kostet auch ein bisschen was. Gott ist unser Versorger. Ne? Also alles, was ihr sonst in Festivalversorgung gesteckt hättet, lade ich euch jetzt ein, in die Kollekte zu schmeißen. Wenn nicht, fühlt euch völlig frei, den Becher einfach an euch vorbeilaufen zu lassen und wir sehen dabei den Clip unserer Kirche und die Vision dahinter. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Kennst du das Gefühl, wenn du ein Getränk trinkst und du nimmst den ersten Schluck und wenn diese Flüssigkeit in deinen Gaumen hineinfließt und die Geschmacksnerven die ersten Informationen an dein Gehirn transferieren, realisierst du, es ist nicht das Getränk, was du erwartet hast. Passiert schnell im McDonald's, ja, wenn du die Becher vertauschst vor 2 Wochen. Ich und meine Frau, sie natürlich Wasser, ich natürlich Cola. Ich trinke einen Schluck von meiner vermeintlich frischen Cola und mein Gehirn hat einen kurzen Schockmoment, bis ich merke, was ist da los? Ach so, es ist Wasser, ja. Vielleicht kennst du das auch im Kino, ja. Du bist ganz sicher, dass du süße Popcorn bestellt hast
und du sitzt da mit deiner Freundin, mit deinem Freund, der Film beginnt, du greifst in deine XXXXL-Popcorn-Tasche, nimmst den erste Ladung in deinen Mund und einmal mehr bist du komplett verwirrt und enttäuscht. Warum? Weil dieser Typ da unten nicht richtig zugehört hat und dir salzige Popcorn gegeben hat. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen Jahren, es war an einem Sonntag wie diesen, kam ein guter Freund von mir auf mich zu und sagte, ich habe heute einen Wein, den habe ich heute Morgen schon aufgemacht, der ist 20 Jahre alt. Mein Muto, was auch immer, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und heute Abend nach den 4 Celebrations in Zürich fahren wir zu mir nach Hause und dann mache ich diese Flasche auf, nur für euch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell der Leo plötzlich predigen konnte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell Dave plötzlich die Lieder abgespult hat. Ich habe angefangen, Programmelemente rauszustreichen, damit wir schneller bei, ich verrate es euch, Simon Lemle zu Hause landen. Und dann kommt dieser wunderbare, vermeintliche Freund mit dieser 20 Jahre alten Flasche, er hat sie uns gezeigt, das Etikett, und er goss ein und wir waren aufgeregt, so einen edlen Tropfen trinkt man ja nicht jeden Tag. Und so stießen wir an und wir nahmen den ersten Schluck und als ich diesen Wein in meinem Mund hatte, hatte ich ein Problem. Denn dieser Wein schmeckte nicht nach 20 Jahren Muto whatever, sondern eher so nach irgendwo hier unten im Regal. Und jetzt hatte ich ein Dilemma, weil ich dachte, entweder habe ich jetzt einen Knoten im Kopf oder Simon verarscht uns oder jemand hat Simon verarscht und einen falschen Wein da reingekippt. Denn wir waren im Dilemma und ich sah Leo an und ich merkte, Leo hat den gleichen Gedanken. Das schmeckt nicht nach 20 Jahre altem Wein. Bis Simon anfing zu lachen und er gestand uns, dass er in Wirklichkeit diesen Wein am Abend davor mit seinem Schwiegervater alleine getrunken hat und ganz sicher nicht auf die Idee käme, mit uns minderwertigen Freunden so einen edlen Tropfen zu teilen. Ja, ich weiß nicht, was bei dir rauskommt, wenn man dich trinkt. Ja, wenn man dich zu schmecken bekommt. Ja, auf der Arbeit, zu Hause, im Homeoffice, als Papa, als Mama, als Freund, als Liebhaber. Was kommt eigentlich aus deiner Flasche raus, wenn man da so einen Schluck dran bekommt oder wenn man da mal so dran schüttelt im Stress des Alltags? Auf unserer Weinflasche müsste doch eigentlich sowas stehen wie Kind Gottes, oder? Oder Botschafter des Höchsten. Wenn Leute etwas von dir schmecken, schmecken sie dann einfach Mensch? Oder schmecken sie diesen Gott, der ja in uns wohnt? Und steht dann vielleicht auf unserer Flasche eher sowas ganz klein auf der Rückseite, Warnung, könnte Spuren vom Heiligen Geist enthalten, ja? Ich möchte mit euch heute über die Gegenwart Gottes reden. Es ist interessant, dass Jesus genau über dieses Thema Wein gesprochen hat, als er auch über seine Gegenwart mit seinen Jüngern geredet hat. Es war ein ganz besonderer Abend. Es war der letzte Abend. Jesus wusste, er wird in wenigen Stunden verhaftet werden. Und damit kommen diese 3 Jahre Freundschaft, diese 3 Jahre durch dick und dünn gehen mit seinen 12 Jüngern, kommen leider langsam aber sicher zu einem Ende. Und Jesus hat diesen besonderen Abend, wo sie das Abendmahl feiern. Auch da sehen wir Wein. Und er hält eine Rede zu seinen Jüngern und er sagt die folgenden bekannten Verse. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben. Warum? Weil ihr meine Botschaft gehört und angenommen habt. Und jetzt kommt's. Bleibt fest mit mir. Verbunden wollte ich gerade markieren, aber es ging schon weiter. Bleibt fest mit mir. Ich probiere es nochmal. Es springt hin und her. Mal gucken, ob wir das hier ändern können. Jemand hat mir gezeigt, wie das geht. Wir probieren es nochmal. Bleibt fest mit mir. Verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Jetzt nächste Folie. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir
verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm verbunden bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das ist doch eine provokante These, die Jesus hier formuliert. Ich möchte selber eine provokante These hinterher schicken und behaupten, ich glaube, Jesus lädt uns ein, dass wir aufhören, uns von ihm füllen lassen und stattdessen uns mit ihm füllen lassen. Ich glaube, wir müssen aufhören, uns von Gott füllen lassen und stattdessen ihm erlauben, dass er in uns hineinkommt. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob es dir geht wie mir, aber ich merke, dass ich im Alltag oft eine Mentalität habe, mit Gott umzugehen wie mit einer Tankstelle. Was meine ich damit? Ich wache am Morgen auf, mir fallen all die To-Dos ein, mir fallen die Probleme ein, mir fällt ein Mitarbeiter ein, mir fällt vielleicht meine Ehe ein, mir fallen meine Kinder ein, das Homeoffice, die Schule, das Homeschooling und so weiter und so fort. Und ich merke, oh my goodness, Jesus, ich habe ein Problem. Ich brauche Geduld heute. Ich brauche Kraft heute. Ich brauche Disziplin heute. Ich brauche Vergebung heute. Und all diese Eigenschaft weiß ich ja, dass Gott die hat. Stimmt's? Und so gehe ich zu dieser Tankstelle Gott und ich sage, oh Gott, kann ich 2 Liter Geduld haben? Ich brauche 4 Liter Energie. Ich brauche 5 Liter Disziplin. Ja, und dann halte ich meinen Nacken so hin und Jesus, weil er großzügig ist, weil er sein Papa oder dein Papa ist, tut er das und er gießt das hinein, was wir ihn bitten. Er ist ein großzügiger Vater und wenn diese Gebetszeit vorbei ist, dann sage ich, ach Gott, vielen Dank. Ich hoffe, es reicht ein paar Stunden und dann sitze ich in mein Auto und fahre los und hoffe, dass ich irgendwie mit dieser Tankstelle durch den Tag komme. Kennst du das? Ich glaube, Jesus hat etwas ganz anderes im Sinn gehabt, als er mit seinen Jüngern über seine Gegenwart gesprochen hat. Ich glaube, Jesus sagt, wie wäre es, wenn wir aufhören, Tankstelle zu spielen? Wie wäre es, wenn ich hier zu deiner Beifahrertür komme und sage, wäre es in Ordnung, wenn wir einfach gemeinsam durch deinen Alltag fahren? Wäre es okay, wenn ich auf deinem Beifahrerplatz als dein Helfer, als dein Unterstützer, als deine bessere Hälfte einfach mit einsteige und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja? Dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was jetzt noch kommt, weil, naja, ich bin ja mit dabei. Ja? Wenn das Gespräch kommt, vor dem du Angst hast, musst du dir keine Sorgen machen, weil ich bin ja mit in diesem Gespräch. Und wenn dir heute Abend langsam die Decke auf den Kopf fällt und du keine Geduld mehr hast für deine Kinder, dann ist das ja auch nicht wirklich schlimm, weil ich bin ja bei dir. Und wir machen das zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, die Gegenwart Gottes ist nicht einfach ein heiliger Moment, den wir einmal am Sonntag in unseren Kirchen abrufen. Die Gegenwart Gottes ist auch nicht einfach die stille Zeit am Morgen früh, wo ich auf meine Knie bete und hoffe, dass Gott mich auffüllt. Die Gegenwart Gottes ist die Tatsache, dass Gott 24/7 sich entschieden hat, in dein und mein Auto hineinzusteigen und sich nicht mehr von unserer Seite zu entfernen. Die Gegenwart Gottes ist nichts anderes als die Tatsache, dass der Heilige Geist, der allmächtige Gott des Universums, sich entschieden hat, in seiner Demut und Güte und Liebe in dich hineinzukommen und von innen nach außen mit dir durchs Leben zu gehen. Wisst ihr, was ich glaube, was gemeint ist mit der Gegenwart Gottes? Ich glaube buchstäblich die Gegenwart Gottes. Das ist nicht eine Floskel, das ist die Realität. Und die Frage ist nicht, ob Gott da ist, die Frage ist, ob wir uns diesem Gott, der hier ist, überhaupt bewusst sind und ob wir mit ihm rechnen und ob wir das nur dann tun, wenn wir etwas für ihn tun oder wenn wir beten oder wenn wir fromme Dinge tun oder ob wir mit dieser Gegenwart Gottes rechnen, wenn wir auf dem Sofa liegen, im Bett liegen, krank sind und einfach nichts tun. Und ich merke, in meinem Leben ist immer wieder ein Muster da, dass ich dann mit der Gegenwart Gottes rechne,
wenn ich für Gott aktiv bin. Und ich glaube, dass ein oder andere in diesem Raum oder zu Hause genau das Syndrom kennt. Es ist interessant, dass Jesus in diesem gleichen Abend noch etwas tut. Er redet mit seinen Jüngern und er sagt, ich möchte heute unseren Beziehungsstatus ändern. Die Jünger waren seine Jünger. Er war ihr Rabbi, ihr Meister. Sie haben ihn auch so genannt. Die Jünger haben ihrem Meister zugedient. Und jetzt sagt Jesus die folgenden Zeilen, Johannes 15. Ich nenne euch ab jetzt Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt. Nein, es ist meine Entscheidung, mein Angebot an euch, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Und auch hier wieder, wie im letzten Vers, Frucht, die Bestand hat. Ich glaube, mit anderen Worten, Jesus sagt Folgendes. Ich ändere heute meinen Beziehungsstatus. Bisher war ich euer Boss. Und an dem ändert sich ja nichts. Aber Jesus sagt, ich setze noch einen drauf und ich biete euch an, Bromance. Kennt ihr Bromance? So ähnlich wie Romance, nur mit Bro. Jesus sagt, ich werde in wenigen Stunden an dieses Kreuz von Golgatha gehen. Ich werde in wenigen Stunden genau das aus dem Weg räumen, was bisher uns voneinander getrennt hat. Und ich werde mir das nicht nehmen lassen. Ab jetzt die Möglichkeit zu haben, dass wir Freunde sind. Ihr seid nicht mehr nur meine Arbeit. Sondern bevor Jesus das ganze zukünftige Reich Gottes in die Hände seiner 12 Jünger gibt, ändert er den Beziehungsstatus. Und er sagt, ich möchte, dass ihr eins wisst, ihr tut das als meine Freunde. Und ich möchte, dass ihr das tut als meine Freunde. Ich möchte nicht, dass ihr rausgeht wie Knechte, sondern ich möchte, dass ihr euer Leben investiert als Liebhaber. Es ist interessant, dass ein Arbeiter auch viele To-Dos tut. Aber ich glaube, ein Liebhaber geht immer einen Schritt weiter. Ich weiß noch, letzten Herbst waren wir in den Ferien als Familie und mein bester Mitarbeiter, aber auch sehr guter Freund, hatte sehr viele To-Dos, weil ich im Urlaub war. Ja, all meine Dinge landeten auf seinem Schreibtisch und ich wusste, der Chris, der muss vieles jetzt tun, damit ich Ferien machen kann. Und irgendwann war Donnerstag und wir waren wieder am Flughafen und ich war auf dem Weg zurück und er schrieb mir, kann ich euch abholen am Flughafen? Im Wissen, dass Chris für das erstmal eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns nach Hause muss, das Auto holen, um wieder 3/4 Stunde zurück zum Flughafen zu fahren, um uns abzuholen. Und ich war so berührt, weil ich gemerkt habe, Chris denkt nicht wie ein Arbeiter, sondern wie ein Liebhaber. Und wir sehen das so schön in einer Geschichte, die sehr bekannt ist und sehr umstritten ist. Es geht um Maria und Martha. Das sind zwei Schwestern und Maria und Martha sind gute Freunde von Jesus und seinen Jüngern. Und immer mal wieder, wenn Jesus so ein bisschen eine Pause brauchte, dann nahm sich Jesus die Zeit und er zog sich zurück zu seinen Freunden Maria und Martha. Und so kommen sie in dieses Haus dieser zwei Schwestern und die Reaktion dieser zwei Frauen könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja? Was macht Martha? Martha denkt sich, wow, 12 hungrige Männerbäuche, ja, plus Jesus, das ist meine Chance, Jesus meine Liebe zu zeigen. Und sie stürzt sich in der Küche, sie holt das Gemüse aus dem Kühlschrank und sie fängt an zu schneiden und sie fängt an zu schnippeln und sie fängt an zu kochen, voller Elan. Und was macht ihre blöde Schwester? Die sitzt drüben in dem Wohnzimmer mit Jesus und macht genau nichts. Und ich muss ehrlich sagen, selbst ich fange mich jetzt an aufzuregen über Maria. Martha hat die ganze Arbeit und Maria, die blöde Schwester, hat nichts Besseres zu tun, als einfach mit Jesus abzuhängen.
Und Martha wird sauer. Sie steht in dieser Küche und mit jeder Gurke, die sie klein schneidet, wird sie ärgerlicher. Und sie fängt an, ihre Schwester zu verurteilen für diese Faulheit, für diese Ignoranz und tut etwas, was eigentlich in der damaligen Zeit undenkbar war, dass es eine Frau tun würde. Nämlich, sie geht rüber ins Wohnzimmer. Sie unterbricht einen Mann und sagt ihm, was er zu tun hat. Und nicht nur irgendeinen Mann, einem anerkannten Rabbiner namens Jesus. Und sie platzt hinein und sagt Folgendes. Herr, wichtiges Detail, Herr, das ist ihr Bild von Jesus, Chef, Boss, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Sie ist stinkesauer. Und jetzt schau mal, was Jesus sagt. Ich liebe das. Er sagt, Martha, Martha. Schönes Detail, oder? Wann sagen wir den Namen zweimal? Das sagen wir doch oft, wenn jemand wieder mal so in seinem Muster läuft, oder? So typisch Martha. Ah, Martha. Was sagt er weiter? Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Er kritisiert sie nicht, dass sie in der Küche ist. Das ist nicht der Punkt. Er sagt, was mir Sorgen macht, ist diese Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins, Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Diese Geschichte ist sehr umstritten. Und manch einer nimmt aus der heraus, dass man Jesus hier sagt, hey, du musst gar nichts mehr tun. Ja? Im Reich Gottes musst du nur noch chillen. Und diese Stühle hier, die stellen sich dann irgendwie voll selbst auf. Ja? Und die Technik am Sonntagmorgen, die wird auch irgendwie imaginär, wahrscheinlich direkt von Engeln aufgebaut. Du musst nur noch hängen mit Jesus. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube, Jesus sagt, Martha, du sammelst keine Punkte für Brötchen, die du schmierst, nach denen ich nicht gefragt habe. Und ich glaube, um was es hier geht, ist, dass Maria wie eine Freundin gedacht hat. Ganz ehrlich, wenn deine beste Freundin, wenn dein bester Freund nach dir zu Hause kommt, machst du dir dann wirklich Gedanken, ob deine Wohnung perfekt aufgeräumt ist oder nicht? Wenn deine beste Freundin, dein bester Freund zu dir nach Hause kommt, denkst du dann, oh, ich habe nicht genug zu essen im Kühlschrank, das ist mir aber unangenehm. Nein. Warum? Weil sie deine Freundin ist. Maria hat diesen Freund Jesus gesehen. Maria war sich bewusst, das ist einer dieser wenigen Momente, wo ich einfach Jesus Gegenwart in meinem Haus genießen kann. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Wir können später zusammen kochen, aber jetzt habe ich Zeit mit Jesus und ich weiß, was unterm Strich das Wichtigere ist. Während Martha sagt, Herr, offensichtlich hat sie diesen Freundmodus noch nicht verstanden. Sie sieht Jesus uns noch als einen, den sie zu gefallen hat, den sie zu beeindrucken hat. Und deswegen müht sie sich ab. Mike Bickles, Director des International House of Prayer, hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Christen auf dieser Welt. Es gibt Arbeiter und es gibt Liebhaber. Aber Liebhaber erreichen stets mehr als Arbeiter. Ich möchte schließen mit einer letzten Ereignis im Leben von Jesus. Jesus ist ganz am Anfang seines Dienstes. Jesus hat bisher eigentlich noch nichts von dem erfüllt, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Jesus war die letzten 30 Jahre einfach Zimmermann, hat mit seinem Papa zusammen Dächer und Tische und whatever zusammengenagelt oder wie auch immer man damals Holz miteinander verbinden konnte. Und er hat noch nichts von dem getan, was sein Vater ihm als Auftrag mit auf den Weg gegeben hat. Jesus ist kurz davor, in diesen Auftrag hineinzustehen. Und es heißt dort, dass Jesus sich taufen ließ. Und es heißt hier Matthäus 3, Vers 16, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herankommen. Gegenwart,
Gottes. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, und jetzt kommt's, an dem ich Freude habe, oder in anderer Übersetzung heißt es, an dem ich Wohlgefallen habe. Mit anderen Worten, bevor Jesus irgendetwas Sinnvolles für seinen Vater getan hat, bevor Jesus irgendeine Liste seiner To-Do-Liste abhaken konnte, sagt der Vater: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich habe maximal Freude an dir. Mit anderen Worten, wir müssen nichts tun, um Gott zu gefallen. Wir müssen nichts tun, um ihn zu beeindrucken oder zufriedenzustellen. Nein, ganz im Gegenteil. Bevor wir irgendetwas für ihn tun konnten, hat der Vater gesagt: Du bist maximal geliebt und wertvoll und ich habe schon jetzt maximal Freude an dir. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses Fundament dieser unermesslichen Liebe des Vaters die Kraft war, die Jesus befähigt hat, alles zu opfern und alles zu verschenken, um seinem Vater die Ehre zu geben. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir nichts für Gott tun sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Die Frage ist, warum tun wir das, was wir tun für Gott? Tun wir es als Auftrag? Nehmer, tun wir es als Arbeitnehmer, tun wir es, um Gott zufriedenzustellen, oder tun wir es als Liebhaber, als eroberte, gedemütigte im positiven Sinne Liebhaber, die sagen: Ich bin so geliebt, ich bin so angenommen, ich brauche nichts mehr, ich kann mich verschenken. Und Jesus hat gesagt: Niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Diese 12 Männer, beziehungsweise 11 von ihnen, sind alle eines Märtyrertodes gestorben. Nicht aus Leistung, sondern aus tiefer Liebe für Jesus Christus. Die Gegenwart Gottes ist Realität in deinem Leben. Die Frage ist, wo läufst du an ihr vorbei? Ich möchte, dass wir einen kurzen Moment einfach die Augen schließen. Und ich möchte, dass wir einen kurzen Moment einfach leise sind. Und dass du jetzt den Heiligen Geist bittest, dir die Augen zu öffnen für Lebensbereiche, für Beziehungsfelder, wo der Heilige Geist noch nicht präsent sein darf, wo du alleine mit deinem Auto durchs Leben fährst.
Heiliger Geist, wir laden dich ein, deine Handschrift in unser Herz zu schreiben. Wir laden dich ein, dass unsere Gedanken deine Gedanken werden. Wir laden dich ein, dass unsere Taten deine Taten werden. Papa, wir machen diese Beifahrertür auf und strecken uns aus nach dir und sagen, bitte komm hier rein. Wir wissen gar nicht, wo langfahren ohne dich. Wir wollen deine Gegenwart erleben. 24/7, montags bis sonntags. Wir wollen uns aufmachen und dich fragen, was es heißt, nach deinem Ebenbild zu leben. Jesus, gib uns doch deine Gedanken für all die Menschen drumherum. Gib uns doch deine Gedanken für unsere Arbeitsstelle. Gib uns doch deine Gedanken für unsere Uni. Gib uns doch deine Gedanken für unsere Familie. Gib uns doch deine Gedanken für unsere Beziehung. Gib uns doch deine Gedanken für unseren Morgen. Gib uns doch deine Gedanken über uns. Jesus, wenn du unser Herz aufmachst und da reinschreibst, steht da einfach nur, ich liebe dich. Lass uns in dieser Liebe wandeln. Egal, wo du gerade bist, hey, ob schon seit 37 Jahren mit diesem Jesus unterwegs, das erste Mal davon gehört, es ist völlig egal, du kannst dich heute Morgen entscheiden, die Beifahrertür aufzumachen und seine Gegenwart zu empfangen. Zu schnuppern, was es wohl heißt, seine Gegenwart in uns drin zu haben. Und dann fahren wir, ohne dass wir einen Tankstopp brauchen, mit ihm durchs Leben. Durch ihn durchs Leben. Er sagt, wann wir Vollgas machen, wann wir bremsen, wann wir schalten müssen. Er sagt, welche Abbiegung wir brauchen, welche wir nicht brauchen. Wann wir auf die Raststätte fahren müssen, wann wir auf der linken Überholspur sind, wann wir uns hinter den LKW klemmen. Du kannst ihm heute Morgen ganz entspannt sagen, Jesus, ich lade dich ein und ich mache diese Tür auf. Holy Spirit, you are welcome here. Nicht nur in diesem Raum, in meinem Herzen, so wie in deinem Herzen. In Hamburg, so wie in der ganzen Republik, auf der ganzen Welt laden wir dich ein, heute Morgen neu zu verstehen, was es heißt, deine Gegenwart zu erfahren. Jesus, wir lehnen uns zurück und hängen im wahrsten Sinne des Wortes mit dir. Und die Frucht des Geistes wird über uns kommen. Langmut, Geduld, Liebe, es gibt noch so viele mehr. Sei in den Situationen mit uns, flüstere uns, bevor wir reden, was wir sagen wollen, was wir sagen sollen. Sag uns, wie wir mit den Situationen, die uns begegnen, umgehen sollen, Jesus. Wir sind deine Liebhaber. Und wir danken dir, dass du damit angefangen hast, dass wir geliebt sind. Als Liebhaber haben wir nichts zu tun, und umso schöner ist es, wenn wir zurücklieben. Ich lade dich jetzt echt ein, nochmal in diesen Song zu gehen, eure Herzklappen aufzumachen und die Handschrift vom Heiligen Geist einfach zu bekommen. Und da steht nichts anderes als, ich liebe dich. Holy Spirit, you are welcome.
mit jemandem beten möchtest, das Gebetsteam ist jetzt sowohl hier im Emporio als auch online verfügbar. Also ermutige ich dich echt, hol dir Gebetsunterstützung und mach Sachen mit Gott fest und nimm das echt in Anspruch. Und wir wollen einfach noch weiter in Worship gehen, weiter in dieser Stimmung bleiben und einfach erwarten, dass Gott noch weiter wirkt und weiter in unserem Herzen einfach jeden einzelnen Winkel einnimmt. Control what tomorrow will bring.
Ich lasse los, du hilfst in meiner Not und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not und schau auf dich allein, mein Gott. In mir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was ein fulminanter Sonntagmorgen. Ich habe mal den schönen Spruch gehört, der Tag hat gut begonnen, mach noch was Besseres draus. Den fand ich immer ganz schön auf dem Sonntag. Ich weiß nicht, ich hoffe, du hast was mitnehmen können heute Morgen. Mein Herz ist voll, ich hoffe, deins auch. Und ansonsten gebe ich dir noch zwei, drei kleine Reminder mit. Heute ist kein Coming Home. Im August gibt es die große Überraschung. Wir haben Fit for God 18 Uhr, damit ihr jetzt das Wetter genießen könnt. Und wir sind mitten in der Summer Celebration und uns erwartet. Nächste Woche Gabi Wendland hier live in Hamburg. Genau, das wird richtig stark. Sie ist die Leiterin von Mission Freedom, einer wahnsinnig wichtigen und impulsiven und imposanten Arbeit hier in Hamburg. Mehr dazu erfahrt ihr dann nächste Woche von ihr live. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ich wünsche euch noch im Namen aller hier stehenden und mitwirkenden Menschen einen wunderschönen Sonntag. Mach's gut. Ciao.